Sinnvoll oder bloß Spielerei? Diese Frage will Daniel Wieland auf der Automobilmesse AMI in Leipzig klären. Und zwar in einem ganz bestimmten Bereich. Die ganzen neuen Assistenzsysteme. Ich habe mal ein altes Auto zu Hause und das hat gerade so ABS. Und will jetzt einfach mal gucken, was es so Neues gibt und ein bisschen mich von der Technik so ein bisschen mitziehen lassen. Ausprobieren ist auf der diesjährig größten Automesse Deutschlands ausdrücklich erwünscht, also rein ins erste Auto. Der Instruktor nimmt neben Daniel Platz und gleich geht es zügig, aber scheinbar unaufhaltsam in bzw. auf das erste Hindernis zu. Für den Studenten unglaublich, aber der Honda wirft den Rettungsanker, das Fahrzeug steht. Beim Rückwärtsausparken warnt die verbaute Technik zuverlässig vor dem fahrenden Verkehr, lange bevor der überhaupt zu sehen ist. Beim Klassenprimus in puncto Assistenzsystemen nimmt Daniel auf dem Beifahrersitz Platz. Der Instruktor fährt und erklärt, während der Wagen zum Beispiel im Stau einfach seinem Vorgänger folgt, inklusive Lenk- und Bremsbewegung. Fast schon unheimlich, Menschen erkennt die neue C-Klasse auch und bremst zuverlässig. Und natürlich warnt sie vor dem Geisterfahrersyndrom. Schlüssel her und los, bei Kia gibt es das Wunschauto zur ausgiebigen Probefahrt außerhalb des Leipziger Messegeländes. Während der Fahrt wacht der Wagen bzw. seine Technik unter anderem auf das Einhalten der Spur. Ein Verstoß wird sanft, aber konsequent korrigiert. Es gibt eine Menge Sachen, die man wahrscheinlich nicht unbedingt braucht so im alltäglichen Leben, aber die eine oder andere Geschichte ist doch eine gute Sache, denke ich. Gerade so was Unfallprävention oder sowas angeht, finde ich gut. Daniels Fazit, keine Angst vor der modernen Technik. Die ist leichter zu bedienen, als man denkt und in vielen Fällen sogar lebensrettend.